Ich dachte mir, das ABS grätscht mir da mal rein. Nein, ich dachte mir, ich könnte da ja vielleicht auch mal drüber quatschen. Ist ja vielleicht auch interessiert. Mein Handicap, ja, mal so zusammengefasst, ist zum einen der Albinismus, zum anderen Nystagmus. So, und das beides hat Auswirkungen auf die Augen. Bei mir ist es halt so, ich habe durch den Albinismus, sprich, das ist eine Krankheit, wo einem Pigmente im Körper fehlen, Farbpigmente. So, und diese Pigmente, die halt da nicht da sind, sorgen zum Beispiel in der Haut dafür, also weil ich dann zum Beispiel weniger braune Farbpigmente habe, habe ich halt sehr helle Haare. In der Haut sorgen sie dafür, dass die Haut auch heller ist, heißt, ich habe meine natürliche Kellerbräune, ja, Kellerbräune, ja, doch, meine Kellerbleiche, wie man so nennen möchte. Und das sorgt halt dafür, dass ich auch zum Beispiel nicht braun werden kann. Egal wie ich mich da anstrenge, es wird höchstens rot. So, heißt auch, wenn ich im Sommerurlaub bin, muss ich dafür sorgen, ja, dass ich genügend höheren Sonnenschutz dabei habe. Ja, also Sonnenschutz 50, Faktor 50 muss da schon sein. Oder sollte da schon sein, wenn man sich da nicht den Übersonnenbrand holen möchte. Nächste Haltestelle. Und ja, so ist das halt. Aber ich meine Güte, das ist halt so. Kann man nicht ändern. Wofür die fehlenden Pigmente halt auch, oder wo sie halt auch fehlen, ist in der Netzhaut. In den Augen trifft ja das Bild auf die Netzhaut, wird dann reflektiert und dann sieht der Mensch. So. Problem, also wird ja an der Netzhaut reflektiert und dann, ne, kann man halt sehen. Problem ist, wenn die Netzhaut und da Pigmente fehlen, dann wird nur ein Teil des Bildes an der Netzhaut reflektiert und ein anderer Teil des Bildes geht verloren. Deswegen kommt bei mir die Sehschwäche zustande, weswegen ich dann zum Beispiel mit dem Lesen auf größere Entfernung Probleme bekomme oder sonst was. So, und das noch zu fixieren, habe ich dann noch dieses Augenwackeln. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also wenn man mich im Real Life sieht, man mit mir spricht, sieht man es. Sonst weiß ich nicht, ob man das in den Videos sieht. Das hat nicht mit Nervosität oder sonst was zu tun, wie es gerne vermutet wird. Nein, das ist der sogenannte Nystagmus. Den hat das Mario ja auch schon von berichtet. Sorgt halt dafür, dass die Augen wackeln und dieser ruhige Punkt, der sogenannte ruhige Punkt, ist ein Punkt, wo dieses eben halt am wenigsten wackelt, wo man dann das Bild am besten fixieren kann. So, und dieser ruhige Punkt liegt bei mir zum Beispiel so ein bisschen linksseitig, heißt, ich habe eine Brille, die das ausgleicht. Die Brille, die erleichtert bei mir eigentlich nur, dass ich das, das entspannt ein bisschen die Augen, auch dieser ruhige Punkt wird ein bisschen zentraler geholt, dafür sorgt halt die Brille, aber rein von der Sehkraft her wäre es eigentlich Wumpe, ob ich die Brille trage oder nicht. Die Brille ist trotzdem ein Hilfsmittel, aber vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich denke, ich finde, so manchmal geht es halt auch ohne Brille natürlich ist das anstrengender und davon bekommt man auch irgendwann Kopfschmerzen, weil halt die Augen ein bisschen angestrengter werden. Deswegen trage ich immer eine Brille, weil die eben halt mir die Augen ein bisschen entspannt, ne? Und Kontaktlinsen sind auch scheiße, weil mach mal so dicke Kontaktlinsen, die da diesen ruhigen Punkt ausgleichen, das kriegt man nicht. Und außerdem finde ich so Kontaktlinsen, mag ich nicht, die will ich nicht mir jeden Morgen ins Auge reinpappen. Das mag ich nicht. Deswegen, Brille ist für mich so das einzig Wahre. Und ja, das ist dann so ziemlich eigentlich auch schon alles, was ich über meine Behinderung, sag ich mal, sagen kann. Deswegen habe ich einen Behindertenausweis und habe zum Beispiel das schöne
den schönen Vorteil mit dem Busticket, den ich sehr genieße. Weil, naja, für 80 Euro jährlich deutschlandweit Bus und Bahn fahren, ist schon nicht so verkehrt. Also, finde ich schon sehr cool. Wir haben ja da in BMAC auch mal drüber gesprochen gehabt, über Handicaps. Theaterplatz, ich habe es jetzt gerade noch mal ein bisschen so erklärt, für die Leute, die vielleicht bei BMAC nicht gesehen haben wollen oder für die, die dann jetzt nochmal genauer interessiert hat. Ja, das ist so weit eigentlich alles erklärt, was ich da so habe. Mehr ist es eigentlich nicht. Mhm. So. Wir fahren so ein bisschen in Dunkelheit rein. Ja, wir haben so ein bisschen Dämmerungsnebel, wo es dann anfing zu regnen. Den habe ich aber abgedreht, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist ein bisschen glatt hier. Gucken wir mal. So, wie machen wir das denn hier mit der Innenbeleuchtung? Ah, so. So, die geht jetzt doch wieder aus jetzt dann. Jawohl, so will ich das haben. So will ich das haben, so nicht anders. Ist da Bescheid. So. Könnte ich mir vielleicht ein bisschen... Hilft das? Gegen dieses Rumgerutsche? Oh, ich muss gar nicht abbiegen. Hehe. Naja, macht nichts. Wenn ich abgebogen wäre, wäre ich halt wieder zurückgefahren. Ja, es hilft, glaube ich, ein bisschen. Dass ich nicht mehr so rumrutsche hier. So, da ist die da gerade gespawnt, oder? Nächste Haltestelle, Oberstadt. Ich glaube, die hat sich... Oberstadt? Das klingt wie Oberstadt. So, raus, rein will keiner, raus will jemand. Dann lassen wir die doch raus. Möp, möp. Ja. Tür zu. Affe tot. Klappe zu, Affe tot. So ist halt. Ja, nächste Woche, was heißt dieses Wochenende, ist schon wieder der erste Advent. Mhm. Klingt komisch, ist aber so. Hammer, oder? Ja, da beginnt die Vorweihnachtszeit wieder. Der Weihnachtsstress. Da ist dann ordentlich was los. Ja, ist ja Bescheid. Jo, ich fahre los, sobald ich die Maussteuerung wieder aktiviere. Rätselrücken. Jetzt lässt es ein bisschen nach, die Performance. Ich habe die eigentlich ja erst gelobt gehabt. Beziehungsweise ich habe gesagt, sie war es okay. Okay. Ja, park du mal hier so, ist okay. Mach du mal. Nee, ich kann dich verstehen. Wenn du das so möchtest, dann mach das so, ja. Es ist deine Entscheidung, ja. Wir sind hier Weißland und so. Hier möchte jemand raus. Mit Kinderwagenrampe. Ja, kriegt ihr schon hin, wa? Ich kann ja hier nichts ausklappen. Ich habe nicht meine Rollstuhlrampe. Naja. Bisschen Verlust ist immer. Der Reinhardshof. Den gab es ja damals schon, den Reinhardshof. Wer fährt denn einen lilanen Wagen? Also, ne, verstehe mich nicht falsch, aber ich weiß nicht. Würde jemand einen lilanen Wagen fahren? Also, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was, auch wenn ihr jetzt, wenn ihr ein Auto habt natürlich, welche Farbe hätte das? Beziehungsweise, wenn ihr ein Auto hättet, welche Farbe würde das haben? Das würde mich mal interessieren. Also, ich bin ja persönlich eher so der Mensch, ich sag so schlicht hier, schwarz-grau, so in die Richtung. Silber ist eine Einheitsfarbe.
Aber ich würde eher so in Richtung Schwarz-Grau gehen, so richtig abgespacete guten Ferrari zum Beispiel. Die gibt es ja auch gerne mal in Rot, da sieht es dann auch nicht so verkehrt aus. Aber wenn es um normalen Wagen ginge, dann würde ich mich, glaube ich, für so ein Schwarz-Dunkel-Grau entscheiden. Also fände ich so mit am coolsten. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr so nehmen würdet. Jetzt gibt es bestimmt so Leute, die schreiben, ich nehme Pink. Oder wie die Person jetzt hier gerade wieder, den lilanen Benz. Wer es schön findet, soll es ja schön finden. Ja, kann ja jeder so machen, wie er möchte. Oder ihr sagt Regenbogenfarben. Ihr könnt natürlich auch ein regenbogenfarbenes Auto fahren. Wenn ihr das möchtet. Ihr seid ja, habt ihr ja hier Entscheidungsfreiheit und so. Könnt ihr ja frei sagen. Ja, kann man wählen, welche Autofarbe man möchte. Oder wie der Hafenrundfahrt-Typ in Hamburg gesagt hat, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Nein, das hat er nicht gesagt, aber ich, ja, verdammt. Aber der Pfeil hat doch rechts gezeigt. Ich könnte kotzen bei der Karte. Hätte damit eigentlich schon, da schon von ausgehen müssen, wo der, nicht mehr weitergeschaltet hat, der Bus hier. Aber wo muss ich denn dann lang, Mensch? Wo bin ich jetzt falsch gefahren? Das ist ja merkwürdig. Schon gefragt, warum der nicht mehr weiterschaltet. Aber es war mir ja und habe ich so viel gequatscht. Das passiert, wenn du quatscht. Ja, so. Ach, guck mal, ich wäre jetzt gerade zum Diakonissenkrankenhaus gefahren. Gut, dass ich das gemacht hätte. So, das ist wahrscheinlich jetzt hier die Ampel, wo ich gerade rechts gefahren bin, ne? Ja. Hast du gut gemacht, Julian. Lass dir nichts erzählen, hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ich fahre mal hier lang. Ich hoffe, hier geht's lang. Bitte, bitte. Nein, hier geht's nicht lang. Scheiße. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade so kolossal verfahren, dass das schon nicht mehr feierlich ist. Du. Komm, Bus, gib Gas. Düs, düs, düs. Um mal den Sepp zu zitieren. Jo, wo muss ich denn jetzt hier? Wo fahre ich denn jetzt lang? Ich fahre rechts. Wie lange fahre ich denn schon falsch, sag mal? Also, das ist gerade schon schockierend hier. Ne, hier nicht lang. Wo komme ich denn her? Hier links. Seit wann fahre ich denn falsch? Domshof? Was? Hä? Wie komme ich da hin? Und warum überhaupt? Und was? Ich, Moment. Ich finde das raus. So, hier bin ich lang. Dann bin ich hier lang. So, hier musste ich rechts. Hier bin ich rechts gefahren. So. Hier die Straße lang, die Straße lang. Hier bin ich geradeaus gefahren, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich noch gesagt, hier muss ich gar nicht rechts. Und dann bin ich hier rechts gefahren. So. Hier hätte ich wahrscheinlich nicht rechts gemusst, wenn ich das gerade mal so sehe. Wahrscheinlich. Mal gucken, wo geht es denn hier lang? Hier lang geht's ins Nichts. Also ich hätte da rechts gemusst. Das ist doch schon mal gut. So, dann ja, ich fahre hier weiter. Ja, das ist richtig. Die Mozartstraße. Die gibt es übrigens auf Ruhr auch. So. 51 und N3. Ist ja dann schon falsch. Oder sehe ich das jetzt hier komplett falsch? So, jetzt und dann hier. 51, 25, N3.